Hallo, ich bin's wieder, die Renate Fuchs aus Kraftzow von der Küchengestaltung Fuchs. Wir haben heute unseren zweiten Teil. Da geht's um das Thema, wie lagern wir unser Knoblauchsländer Gemüse am besten im Kühlschrank. Und heute haben wir die Salate im Korb. Wir haben heute im Gepäck einen ganz frischen Lollo Rosso, einen Kopfsalat, roten Kopfsalat. Und bei den Salaten ist es schon so, die sind empfindlich und die sollte man im Idealfall wirklich ganz erntefrisch verzehren. Jetzt ist es ja nicht immer möglich, heißt, deswegen reden wir ja von der richtigen Einlagerung. Worauf achten wir, dass der Salat, den wir einlagern, wirklich frisch ist? Das erkennt ihr, wenn ihr den von hinten anschaut. Der Strunk, der ist noch ganz milchig, frisch. Wenn der schon sehr braun, sehr verhärtet ist, dann ist es halt oftmals auch ein Zeichen, dass er nicht mehr ganz so frisch ist. Und grundsätzlich sollen die Salate, wenn sie im Kühlschrank gelagert werden, auch nicht so eng beieinander stehen, sondern auch Platz haben. Und das schauen wir uns jetzt dann an. Hier sehen wir jetzt unseren Salat mit viel Platz im Gemüsefach. Wie schon erwähnt, normales Gemüsefach, 3 bis 4 Tage kann er im Kühlschrank bleiben. Wir haben die 0-Grad-Zone hier, also 2 bis 3 Mal hält er hier länger frisch. Es gibt auch Schnittsalate, die man lagern kann, allerdings nicht länger wie bis 1 bis 2 Tage. Was machen wir denn, wenn jetzt unser Kühlschrank unten voll ist und wir haben Salat? Dann haben wir noch die Chance, den schon geschnittenen, gewaschenen und trockenen Salat in eine Schüssel zu packen. Kann jetzt hier eine Kunststoffschüssel mit Deckel sein, kann auch eine Glasschüssel abgedeckt sein, die wir dann sehr wohl auch mal oben im Kühlschrank positionieren können. Das waren jetzt unsere Tipps für heute mit dem Salat, den wir im Kühlschrank lagern wollen und wie wir es richtig machen. Seid wieder mit dabei, wenn wir das nächste Mal einen Clip senden, und lasst euch überraschen, was wir dann für euch haben. Macht's gut, bis bald!